Ups. Ja, das habe ich ja super hingekriegt. Perfekt, würde ich sagen, war das. Unglaublich. Machen wir mal hier beschleunigen mal. Mal so richtig. Lasst mich durch. Ja. Ah. Gekreischt gerade. So. Oh. Eben dachte ich, wir wären da. Aber eigentlich sind wir das gar nicht. Bei der Winger! La! Weg damit! Ach ne, das sind Menschen. Ah. Autsch! Das schöne Auto hier. Oh Mann. Fahr einen Müll zusammen. Algon Quinn. Oder Algo Quinn oder wie das heißt. Weiß ich schon wieder gar nicht mehr, wie die Stadt heißt. Der Stadtteil. Ja, Routen kann ich auch gucken. Super, oder? Dann können wir das auch alles und alle unterlassen und dann fahren wir da dagegen. Sehr gut. Mist. Ups. Diese Kurverei hier, als geradeaus wäre doch viel schöner, oder? Was meinen Sie dazu, Herr Taxifahrer? Nichts, okay. Also da, wo wir sie abgeliefert haben, sollen wir auch wieder hinfahren. Gucken, was da jetzt so. Ups. Fail. Das haben wir nicht gesehen. Stellen wir mal unsere Rotzkarre dahin. Ich gehe mal davon aus, dass wir fahren sollen. Hey man. Alright, Nico. The exchange is over on Charge Island at the water treatment plant. Okay. Becky, my man. How are you and Gracie getting on? Like a house on fire, ain't that right, Gracie? See, she was just telling me how much she loved me. What do you think of Nico, Gracie? I fucking hate the fuck of you! Gracie, watch your mouth. Nico's a good friend of mine, don't say that about him. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you! Gracie, you're sweet. I know, I'm too good for him, but sometimes a guy has got to hang out with lowlifes like Nico here. He's got his uses. I'm gonna use your fucking uses! That's right, he is definitely a bad influence on me. Motherfucker! Ach, wie gemein. Jesus fucking Christ! Na, wenn sich hier nichts vorwärts bewegt, dann müssen wir das halt anders lösen. Doing it hard. Oder was? Oder was stand da? Oh! Oh, leck mich am Arsch, war das knapp. Alter Schwede hier. Ach nee, da vorne müssen wir wieder Maut zahlen, da war doch was. Ne? Huch. Wo soll ich jetzt bitte hinfahren? Die ganze Karte ist ja fast gelb. Nein, nicht die Polizei rammen, das wäre fatal. Vorbeifahren ist in Ordnung. So, jetzt stehen wir schon mal einen Punkt auf der Karte, das heißt, wir sind nicht mehr so weit entfernt. Das finde ich immer gut. Ups. Hey,
Nicht gegen den Baum. Ja. So war es akzeptabel. Ah, wie sich das hier immer staut. Fahr schneller hier, Mensch. Kauf dir dann das Auto. Das ist kacke. Was ist das denn für ein cooles Ding? Huch. Der arme Zaun. Muss ich mich jetzt hier alles durchschlängeln? Oh, jetzt habe ich freie Gasse. Freie Straße, super. Also war schon da. Das ist ja noch besser. Fahr zum Übergabeort an der Rückseite. Okay. Das ist der Übergabeort, oder wie? Wer ist das? Gracie, you all right? Ach, das ist ihr Vater. She can't speak. We got a gag in her mouth. Give her back, you animals. She suffered enough. Hand over the stuff. Hand over Gracie. I'm here for you, sweetie. Hand over the fucking stuff. All right, calm down, both of you. Oye, we put the ice in the middle. We walk back. Then, to send over the girl. We leave, and to pick up the stuff. Entiende? Sure. Show us the goods. Back to me, honey. Let her go. Nimmst du die Steine mit, oder wie? Nee. Oh oh. Wer ist das? Nika Bellic. How is it? That whenever something is stolen from me, you are not far away. I have never stolen anything from you, Mr. Bulgarin. This man, the big headache, and his Dominican beach, they stole my diamonds. And you have been trying to rob the thieves, to rob me. Kanchai! Oh, oh, oh. Was geht denn jetzt hier ab? We ain't leaving here without them diamonds. Okay. All right. I think I know who's got the ice. You follow me. Back off! Ja. Wenn mein Kollege Nico Bellic sich bewegen würde. Das kann ja dauernd so viel Gegnern. Ich soll dir folgen, sagst du? Here, Nico boy. Hey, wo ist er? God damn this city! You got him, my man. Good fucking work. Fuck, Nico, there's some guys up there. Och nö, noch mehr Gegner. Ah! Da, weg mit dir, Mann. Mich hat er noch nicht gesehen. Mach das. Wieso ist der nicht down? Ja.
Zack. Werde ich ihn rochen. Na. Ja. Okay. Bis jetzt läuft's ja super. Das macht er super, macht er das. Geh weg da. Mann. Screw you! The guy with the ice has gotta be this way. Let's split up. I'll take the high road and you take the low road. Das war doch schon mal gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Das überlebe ich doch nicht. Geh mal einfach mal hier lang, würde ich sagen. So ein Geländer ist zwar eine super Deckung, aber... Hammer's jetzt. Ich mach das nicht mehr lang. Give us that fucking ice! You're trapped! We'll let you go if you give him up! Oh, I'm screwed either way. If I don't give you the diamonds, you kill me here and you take them. I do give you the diamonds, Mr. Bogarin kills me later. I don't nobody having them. Screw all of you. Llévano isto. You selfish piece of cock-sucking shit! Und jetzt? Och nö, noch mehr! This is it! Haben mir gute Dienste geleistet. Die Dingens hier, die Shit, I don't want to spend another minute in this crap hole. Let's get out of here.
Nutzer auf einer Leiter schon. Wenn jetzt noch wüsste, wie man klettert, wa? Wie klettert man? Jesus Christ, why did that moron have to throw the ice away? It was just plain wie klettert man? There's always one who ruins it for everybody else in the class. You're telling me. We would have let him live. He could have walked away from there. Instead, he's fucked and the diamonds are who knows where. A lot of people are going to be upset about that. My brother Gerald is going to be one of them people. There ain't much that could cheer him up now that he thinks he's doing serious time. So, mit F ging's. Sehr gut. Das würde ihn stinkend sauer machen. Kann man mit dem Auto hier noch fahren? Perfekt. Fuck, he wasn't too chipper the last time I spoke to him, and he's gonna be a long way from chipper when I tell him what went down. If I can get what went on straight in my head in the first place, at least. Okay, so we exchanged Gracie for some diamonds that Ray used to have. Then some Russian turns up saying they're his, then everything goes to shit. That's about right, isn't it? There's nothing right about this situation, but that would be an accurate description of what went down. The Russian. It's called Ray Volgarin. I worked for him on the Adriatic. He thought I Och, stole them nö. And they came after me. I had to leave. Na, das ist jetzt ein bisschen doof. And they were his diamonds. I don't know about that. They're nobody's now. The only thing that makes me smile about this shit is that Volgarin does not have the ice. Piece of shit does not even stay at the fight to see the outcome. Just leaves his boys to clear up. We was outnumbered, Nico. I can see how he thought it was covered. This is not the first time.